Die Sonntag Baugesellschaft ist ein Familienunternehmen in der vierten Generation. Wir haben rund 500 Mitarbeiter und betreuen zahlreiche Projekte in Deutschland und Europa. Wir haben ein relativ breites Leistungsspektrum vom Ingenieurbau über den klassischen Kanalbau bis hin zum Rohrvortrieb und Spezialtiefbau. Wir haben uns für den A29 mit der Option Personenkorbbetrieb entschieden, weil wir die Möglichkeit brauchten, Mitarbeiter in die Tiefe und auch wieder heraus zu befördern. Damit haben wir die Möglichkeit, einen zweiten Rettungsweg einzurichten, neben Treppenturm und Leiter und somit Mitarbeiter sicher auf diesem Weg aus der Baugrube bergen zu können. Wichtigstes Hauptbestandteil ist der Schlüsselschalter in der Kabine, über den die Arbeitsgeschwindigkeit der Ausrüstung, also sprich Heben und Senken der Ausrüstung und das Drehen des Oberwagens, reduziert wird. Die Kamera wird angeschalten, was den Fahrer den Blick auf den Personenkorb ermöglicht und die Ausleuchtung wird aktiviert. Und durch den Einsatz eines zusätzlichen Einweisers haben alle Sicherheitsbestimmungen erfüllt, um die Person sicher zu transportieren. Für uns hier draußen auf der Baustelle stellt das schon eine Erleichterung dar, da wir nur noch eine Maschine auf der Baustelle brauchen, die viele Arbeiten ausführen kann. Wir haben eine Wechseleinrichtung an diesem Bagger, können verschiedene Baugeräte dranhängen, unter anderem auch diesen Personenbeförderungskorb. Wir arbeiten jetzt schon Jahrzehnte mit Liebherr zusammen. Ich glaube, dass wir als Unternehmen gemeinsam Werte haben, was die partnerschaftliche Zusammenarbeit angeht. Wir arbeiten transparent, nachhaltig, langfristig und vor allem vertrauensvoll miteinander. Liebherr ist aktiv auf unsere Anforderungen eingegangen, hat auf unseren Bedarf hin den Personenkorbbetrieb entwickelt und wir sind mit dem Ergebnis bis hierhin sehr zufrieden und werden auch in den zukünftigen Maschinen, die wir bestellen, diesen Personenkorbbetrieb einbauen lassen.